Tim Walz ist jetzt also der Running Mate von Kamala Harris. Was weiß man über diesen Politiker? Ja, ich würde sagen, Donald Trump kann aufatmen. Also Tim Walz ist sicherlich eine Wahl, die ich nicht gemacht hätte und ich glaube, er strategisch ein großer Fehler war. Tim Walz ist aus dem Bundesstaat Minnesota, den haben die Republikaner seit Generationen nicht mehr gewonnen. Also es ist nicht so, dass man damit einen Swing State erreicht hat. Tim Walz steht politisch relativ weit links. Genauso wie übrigens Kamala Harris, also was momentan in den Medien, übrigens auch in Österreich mit Ö24 vielleicht als löbliche Ausnahme, passiert, dass sie so reframed wird als Kandidatin der Mitte oder als Zentrist. Das ist ja nicht die Wahrheit. Also ihre Positionen waren eigentlich immer relativ weit links der Mitte und darum ist sie ja in den letzten Wochen und Tagen zurückgerudert. Von Fracking über das Abschaffen der Polizei, über Zugang zum Gesundheitssystem und zum Bildungssystem für illegale Einwanderer. Also die Idee, dass Kamala Harris die Kandidatin der Mitte war, das war faktisch nie richtig. Aber das Problem, was es in der Demokratischen Partei gibt, es gibt da eine, sagen wir mal, relativ radikale Basis, übrigens meiner Meinung nach radikaler als über den Republikanern. Und die bessere Wahl auf Seiten der Demokraten wäre natürlich Josh Shapiro gewesen, der Gouverneur von Pennsylvania. Er hat dort eine 61-prozentige Zustimmungsrate. Er hätte die wichtigen Stimmen, die wichtigen Wahlmännerstimmen von Pennsylvania nicht vielleicht einlocken, aber zumindest recht stark in Richtung Harris bewegen können. Und man hat ihn nicht genommen. Und im Grunde weiß jeder, warum das nicht passiert ist, weil er Jude ist. Und es gibt einfach auch einen sehr starken antisemitischen Flügel bei den Demokraten. Auch etwas, über das man ungern spricht, aber was, glaube ich, in dieser Entscheidung für Walz sich wieder bestätigt hat. Was bedeutet jetzt diese Entscheidung? Minnesota ist dann quasi fix demokratisch, wollen Sie das so sagen? Ja, aber das war Minnesota immer schon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Minnesota republikanisch wird, war ungefähr so wahrscheinlich, wie dass der Bundesstaat New York republikanisch wird. Also man hat jetzt mit dieser Entscheidung den Zeiger nicht in Richtung der Demokraten bewegt. Das ist jetzt ein relativ linksextremes Ticket, das Walz-Harris-Ticket, gegen das ich glaube, dass Trump-Vance relativ gute Chancen haben. Wenn Harris einen moderaten Kandidaten gewählt hätte als Vizepräsidenten, zum Beispiel den von mir erwähnten Josh Shapiro aus Pennsylvania, dann würde das auch anders aussehen. Oder Mark Kelly aus Arizona. Arizona immerhin auch ein Swing State. Aber mit dem Gouverneur von Minnesota, der, glaube ich, erst vor kurzem, vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt hat, nach dem gefälschten Wahlerfolg in Venezuela von Maduro, der gemeint hat, naja, Sozialismus ist für die einen, also was für die einen der Sozialismus ist, ist für die anderen die Nachbarschaftshilfe. Ich glaube, das ist kein Kandidat, der wahnsinnig gut in der Mitte der Vereinigten Staaten verfangen wird. Also das war ein strategischer Fehler. Bei Trump kann man erleichtert sein. Bei den Demokraten, glaube ich, hat man sich ein bisschen zu sehr von der Online-Sphäre, nenne ich es jetzt einmal, beeinflussen lassen. Mhm. Schon heute Abend wird es den ersten gemeinsamen Auftritt geben, und zwar bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia in Pennsylvania. Was ist von diesem Auftritt zu erwarten? Wie denken Sie, wird sich dieses Duo heute präsentieren? Naja, das ist ja das Spannende, was Sie gerade erwähnt haben, weil dieser Auftritt findet statt in Philadelphia, in Pennsylvania. Darum hat eigentlich bis vor ein paar Stunden noch nahezu jeder Analyst geglaubt, dass eben Josh Shapiro der Running Mate sein wird, weil er ja Gouverneur von Pennsylvania ist. So wie knapp diese Entscheidung dann letzten Endes ausgegangen ist, das wird etwas sein für die Historiker zu klären, das wird sich zeigen. Man darf sich da jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist in knapp, heute ist der 6., also in 9 Tagen beginnt der Parteitag der Demokraten. Also da wird es nochmal ein bisschen ein hoher Sugar High geben. Aber irgendwann, würde ich vermuten, werden auch die Medien beginnen, vielleicht Kamala Harris Fragen zu stellen. Ich habe das ein bisschen mitgezählt. Seit bekannt ist, dass sie die Kandidatin ist, hat sie sich eigentlich noch keinem echten Interview stellen müssen. Ich vermute, das liegt zum Teil daran, weil 99% der Medien, sowohl in den USA, aber auch hier bei uns, hoffen, dass Harris gewinnt. Aber ewig wird das so nicht weitergehen. Also irgendwann wird sie sich den Fragen stellen müssen. Es wird noch Debatten geben. Davon gehe ich aus. Ich hoffe, dass Trump sogar mehr als eine oder zwei Debatten, wenn nicht sogar drei mit ihr führt. Und natürlich wird es auch die Vizepräsidentschaftsdebatte geben zwischen Walz und Vance. Und wir befinden uns da in der kuriosen Situation, dass wahrscheinlich von der Fähigkeit, einen zusammenhängenden Satz zu artikulieren, die Vizepräsidenten fähiger sein werden als die tatsächlichen Präsidentschaftskandidaten. Aber das ist jetzt einmal die Lage, in der wir uns befinden. Nach dem heutigen Auftritt in Philadelphia in Pennsylvania geht es dann auf eine Blitzwahlkampftour. Dann werden Harris und Walz durch besonders wichtige Bundesstaaten touren, und zwar durch Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada. Welche Staaten, denken Sie, werden die Swing States sein? In welchen Staaten wird es entschieden? Genau die Sie gerade erwähnt haben. Also da, ich würde jetzt sagen, jetzt gefühlsmäßig, Trump tut sich momentan
leichter ist wie bisher im Sunbelt. Also das ist im Süden, in den südlichen Staaten, inklusive Arizona und Nevada. Aber ich glaube, entschieden wird die Wahl werden in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und vor allem in Pennsylvania ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Bundesstaat. Und darum ist eben die Entscheidung immer noch überraschend, dass Kamala Harris nicht die Chance genutzt hat, den demokratischen Gouverneur von Pennsylvania zu ihrem Running Mate zu machen. Damit ist auch dort das Rennen wieder offen und ich glaube, es wird sich genau in diesen Regionen entscheiden. Wie gesagt, das Rennen ist jetzt weit offen. Es wäre verfrüht, jetzt schon zu sagen, wer es sicher wird. Es ist immer eine 50-50-Chance. Wenn ich jetzt sage, es wird jetzt Trump, dann habe ich eine 50% Chance, recht zu behalten. Aber ich glaube, niemand, der ernst zu nehmen ist, würde jetzt schon eine Prognose abgeben. Es wird sich zeigen, eben wie viele Debatten tatsächlich stattfinden, weil ich glaube, die Anzahl der potenziell unentschlossenen Wähler ist größer, als man glaubt. Also der Wahlkampf ist wieder sehr, sehr spannend. Welche Bedeutung hat eigentlich ein Running Mate im US-Präsidentschaftswahlkampf? Ja, ein Running Mate kann, also es gibt, das Prinzip ist Do No Harm, wie man sagen würde. Also der Running Mate soll prinzipiell keinen Schaden anrichten. Also man will entweder jemanden nehmen, der so unbekannt ist, dass er den Wählern egal ist, oder man nimmt jemanden, mit dem man potenziell zum Beispiel einen Swing State gewinnen kann. Und da komme ich jetzt eben wieder auf das zurück. Darum habe ich auch ursprünglich, und zu dem stehe ich auch, die Wahl von J.D. Vance von Donald Trump eigentlich als einen Fehler empfunden. Glücklicherweise hat jetzt Kamala Harris den gleichen Fehler gemacht mit ihrer Wahl und damit gleicht sich das wieder aus. Und ich glaube, dass J.D. Vance von der Fähigkeit, sich zu artikulieren, Tim Walz zu überlegen ist. Also das kann sich am Ende des Tages vielleicht sogar noch als ein Benefit für die Republikaner herausweisen. Aber man sollte natürlich schon versuchen, oft mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten bestimmte Wählergruppen zu erreichen, die der Kandidat selbst schwer erreicht. Zum Beispiel Donald Trump hat damals Mike Pence genommen. Das war sehr gut, sagen wir, für die religiöse Mitte der Vereinigten Staaten. Barack Obama hat damals Joe Biden gewählt. Das war, weil Barack Obama doch auch damals schon wahrgenommen worden ist, als ein Kandidat eher links der Mitte. Und aber mit Joe Biden hat man sich ein bisschen attraktiver für die zentristischen Wählerinnen und Wähler präsentieren können. Also das ist normalerweise schon ein Versuch, da die Basis auszuweiten. Beziehungsweise sagt man, wenn eh der Kandidat schon an eine bestimmte Wählergruppe appelliert, dann braucht nicht der Vizepräsidentschaftskandidat an die gleiche Wählergruppe appellieren. Aber was wir jetzt sehen, ganz interessant ist, dass es haben beide Kandidaten jetzt eigentlich jeweils einen Vize gewählt, der ideologisch und auch von der Basis und der Wählergruppe, an die man appellieren möchte, auf derselben Wellenlänge, auf derselben Schiene ist. J.D. Vance appelliert an dieselben Wähler, an dieselbe Kernwählergruppe wie Donald Trump und Tim Walz appelliert eigentlich an dieselbe Kernwählergruppe wie Kamala Harris. Jetzt kann man sagen, Moment einmal, sie ist praktisch, sie ist a woman of color, also eine Frau und eine farbige Frau und er ist ein weißer Mann. Das ist richtig, aber Minnesota zum Beispiel, das vergisst man gerne, aber 2020 war in Minnesota auch der Bundesstaat, von dem aus die Black Lives Matter Bewegung ihren Ausgang genommen hat oder wo sie zumindest am stärksten hervorgetreten ist. Also trotz seiner optischen Erscheinung ist Walz natürlich ganz fest in diesem gleichen linken Lager verankert wie auch Kamala Harris. Also keiner der beiden Kandidaten hat eigentlich ein Signal an die Mitte gesendet. Und jetzt ist eben die Frage für diese Wähler, wer wird als unter Anführungszeichen moderater wahrgenommen werden? Und ich glaube, dass da momentan die Republikaner ganz gute Chancen haben, weil das darf man nicht vergessen, es ist weder Kamala Harris noch Tim Walz vertreten moderate Positionen. Das ist momentan, ich weiß, da gibt es immer dann da gibt's immer großes Schnaufen dann in den heimischen und internationalen Medien, aber wenn man sich die tatsächlichen Positionen der Parteien ansieht, ist das Ticket der Republikaner gemäßigter als das Ticket der Demokraten. Daran kann es keinen Zweifel geben und wir können da gerne, wenn wir Zeit haben, ins Detail darauf eingehen. Aber darum glaube ich, dass eventuell Trumps Chancen jetzt wieder größer sind, als sie noch vor 2 Wochen waren. Sprechen wir kurz über den Running Mate von Donald Trump. Den kennen wir ja schon länger. Es ist G.D. Vance, ein Bestseller-Autor. Seine Erfolgsgeschichte wurde sogar verfilmt. Ein Shootingstar mit einer ganz schillernden Vergangenheit. Wie beurteilen Sie die ersten Tage als Running Mate von ihm? Ja, ich muss sagen, seine Interviews waren eigentlich sehr gut. Er ist sehr gut, er ist sehr artikuliert. Also, wie Sie richtig sagen, er ist auch ein sehr intelligenter Mann. Ich meine, seine Lebensgeschichte ist beeindruckend. Er hat sich aus ärmlichen Verhältnissen zuerst auf die Law School in Yale hochgearbeitet. Dann hat er im Hightech-Sektor sein Vermögen gemacht und dann hat er seine politische Karriere gestartet. Aber er ist, würde ich trotzdem sagen, ein bisschen polarisierend. Er ist ein bisschen, wie man das im Montanverzeichen positiv nennt, er ist ein bisschen ein Bulldog. Er ist angriffig, er ist angriffslustig. Er ist jetzt
ist keiner, der die Wähler besänftigt. Und ich glaube, was man gern vergisst in den Vereinigten Staaten, dass ein Großteil der Wähler nicht polarisiert ist, ein Großteil der Wähler ist erschöpft. Das war auch übrigens einer der Gründe, warum 2020 Joe Biden Präsident geworden ist. Das war nicht deshalb der Fall, weil man gesagt hat, der Joe Biden ist so unglaublich super, weil er hat es ja schon dreimal vorher versucht und ist gescheitert. Man hat Joe Biden gewählt, weil man gesagt hat, okay, der bringt vielleicht wieder ein bisschen Ruhe hinein. Man war einfach erschöpft nach Corona, nach den Trump-Jahren, nach eben der permanenten Aufregung in der politischen Welt, hat man gehofft, dass dieser Ruhe hineinbringt. Und das ist natürlich jetzt mit beiden Seiten nicht der Fall. Und auch J.D. Vance ist jetzt keiner, der eine gewisse Ruhe in das Ganze hineinbringt. Aber er ist so natürlich ein spannender Kandidat. Swing State bringt er auch keinen. Ohio war einmal ein Swing State, ist mittlerweile aber ein solid republikanischer Staat. Also ich hätte auch hier jemanden anderen gewählt. Aber wie ich schon gesagt habe, nachdem jetzt beide Präsidentschaftskandidaten den gleichen Fehler mit Bezug auf ihre Vizepräsidentschaftskandidaten gemacht haben, ist das Rennen wieder offen, weil die beiden Fehler gleichen sich sozusagen aus. Waltz oder Vance, einer der beiden, wird der nächste Vizepräsident der USA. Welche Rolle hat Ihrer Meinung nach ein Vizepräsident? Ein Vizepräsident ist ein fürchterlich undankbarer Job. Also wir haben es ja auch gemerkt, zum Beispiel bei Kamala Harris, dass Joe Biden ihr die Südgrenze übertragen hat. Als Aufgabengebiet ist natürlich ein sehr undankbarer Job, weil das ein fast unlösbares, wenn nicht sehr, sehr schwer lösendes Problem ist. Er hat sie auch zum Beauftragten für die Elektrifizierung der Schulbusse gemacht, wo das Ergebnis war am Schluss dann, glaube ich, auch, es war, glaube ich, $1 Milliarde haben wir investiert und man hat knapp 6 elektrische Schulbusse dafür bekommen oder so wird es in der Art, also halt, wie es auch in Österreich vorkommt, die übliche Verschwendung von Steuergeldern, aber prinzipiell ist der Vizepräsident jetzt keine entscheidende Figur, das ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Signal, wie ich gesagt habe, also das ist zum Beispiel, wenn ich in Pennsylvania leben würde und dann wäre mein Gouverneur und der hat eine Zustimmungsrate von 60%, der wird dann der Vizepräsident, dann kann natürlich sein, dass das Zünglein an der Waage ist, um diesen Bundesstaat zu gewinnen. Also das ist, man darf es nicht unterschätzen, aber man darf es auch nicht überschätzen. Ich sage, das habe ich vorher gemeint mit Do No Harm. Das Prinzip beim Vizepräsidenten ist, es soll jemand sein, der Kandidatur des Präsidenten nicht schadet, der eventuell vielleicht ein bisschen was nützt, aber grundsätzlich eher neutral ist. Und ich glaube, das ist diesmal das erste Mal so, dass auch die Vizepräsidentschaftsdebatten wahrscheinlich relativ hohe Zuseherzahlen erreichen werden.